Ein Auto, das rollt, ist einfacher, die Richtung zu wechseln, als ein Auto, das steht. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Peter Bolliger. Er macht Videoproduktionen für B2B-Dienstleister. Klingt nach einer sehr spitzen Ausrichtung. Ich bin gespannt aufs Interview. Ich kenne ihn auch noch nicht so gut. Hallo Peter, schön bist du da. Wie geht's dir? Salut Nico, freut mich, dass ich dafür da bin. Und ja, mir geht's sehr, sehr gut. Perfekt, cool. Eben, erzähl gerade schnell, was machst du konkret? Was sind Videoproduktionen für B2B-Dienstleister? Yes, also Videoproduktionen für B2B-Dienstleister sind hauptsächlich halt, ich sag mal, früher hat man dem so klassisch immer so ein Image-Video gesagt, oder? Jedes Unternehmen braucht ein Image-Video. Und heutzutage hat sich das halt, ja, ich sag mal, durch auch Social-Media-Nutzung verändert, in dem Sinn, dass man halt mehr. Man braucht Videos, die für Social Media genutzt werden können. Und auf was ich mich dann so spezialisiert habe, sind Videos, die halt eingesetzt werden oder können eingesetzt werden auf einer Landingpage. Also Videos, die dein Angebot erklären in 60 bis 90 Sekunden, die halt Emotionen wecken und die schlussendlich auch dazu führen, dass einer, der auch Zeit kommt zu besuchen, dass sich der angesprochen fühlt und auch bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Ob jetzt das ist, irgendwo einen Termin zu buchen für ein Erstgespräch oder irgendein Formular auszufüllen. Und ja, das sind Videos, die halt, sagen wir mal, wenn man sie auseinandernimmt, viel mehr sind als einfach nur Videos, die schön aussehen, sondern die auch, ich sag mal, in dem Sinn funktionieren und auch Zielgruppen, die richtige Zielgruppe ansprechen. Okay, spannend. Und wenn du jetzt sagst B2B-Dienstleister, was konkret ist denn, also wer sind so deine Kunden? Kannst du vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, dass man da gerade weiss? Wirklich viel, also dadurch, dass ich wirklich auf LinkedIn ein bisschen größere Reach habe, sind halt immer mehr, ich sag mal, ist fast auch so ein bisschen meine, am Anfang bin ich sehr, sehr spitz. Also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, ist eigentlich meine Zielgruppe sind Immobilienagenturen und Immobilienmakler gewesen. Dort habe ich aber noch für eine Dienstleister für eine Video-App quasi das gemacht. Und jetzt ist also meine Hauptzielgruppe sind so Coaches, Consultants, also Berater, die halt eine spezielle Dienstleistung haben, wo man auch muss erklären muss, wo es darum geht, Social Proof und den Trust können zu generieren. Genau, das sind eigentlich so meine Hauptzielgruppen. Okay, cool. Schön, wie sich das auch verändert. Mega spannend. Ja, wenn wir zu deiner Geschichte kommen, erzähl doch das erste Mal schnell, wie alt bist du jetzt? 24, okay. Also noch ganz schön jung. Warum hast du dich überhaupt dazu entschieden, dein eigenes Ding zu starten? Also eben, es war ja nicht erst gestern gewesen, du bist noch relativ jung gewesen. Was hat da dazu geführt, dass du gesagt hast, mal, ich mache mein eigenes Ding? Also ich sage mal, was das dazu geführt hat, ich habe immer, also mein Background eigentlich ist gar nicht irgendwie so davon ausgelegt, also ich habe eine normale Ausbildung gemacht, damals als Polymechaniker, wo ich eigentlich heute überhaupt gar nichts zu tun habe mit dem, was ich heute mache. Aber mich hat es immer, ich sage mal, fasziniert durch die eine Seite, was man halt mitbekommen hat auf Social Media. Man hat es einfach gesehen, was Leute machen. Ich habe es zwar noch nicht verstanden und der ist quasi wie der erste Schritt für mich. Ist gewesen, ich weiß noch, so mit 18 habe ich so die ersten 1-2 Bücher angefangen zu lesen. Und das war so wie für mich so, gewesen, so, pff, so hat so eine ganz neue Welt, die irgendwie aufgegangen ist, wo du noch nie etwas davon gehört hast, wo dir noch niemand etwas davon erzählt hat. Und natürlich ist das einfach dort einfach mal wissen gewesen. Irgendwie die Umsetzung, das war dann ein anderer Punkt gewesen, aber dort ist es einfach mal so gewesen, wow, krass. Okay, das sind Sachen, die möglich sind. Und ja, durch da bin ich eigentlich so in das ganze Unternehmertum. Ich bin jetzt mehr selbstständig, ich würde mich nicht als Unternehmer bezeichnen. Und ja, das ist sicher ein richtig krasser Punkt gewesen. Was sind jetzt für Bücher gewesen? Wenn ich frage, dann kommen wir nachher sicher nochmal zu der Buchempfehlung. Aber weißt du noch, welches so die ersten 1-2 Bücher gewesen sind, die da angefixt haben? Ja, also ich weiß nicht, das allererste Buch, das ganz witzig ist, ist eigentlich überhaupt eins, das nichts mit Business tut, ist nämlich Fit Vegan gewesen. Aber das Buch hat mich auch schon noch fasziniert, weil ich mal einfach so ein Buch gelesen habe, weil es mich interessiert hat. Und so, dort habe ich auch mal so Sachen aufgenommen, wo ich einfach so gedacht habe, krass, alle sagen irgendetwas
wo du denkst, es ist wahr. Zum Beispiel eben irgendwie, keine Ahnung, du musst viel Fleisch essen, dass du gesund bist, dass du Proteine hast. Und dort war einfach so das erste Mal so, krass, schon wieder etwas, wo irgendwie alle gedacht haben, so ist es richtig. Oder so, also was richtig und falsch ist, würde ich jetzt da nicht sagen, aber das ist sicher so eins. Das erste Buch war, hat überhaupt nicht mit dem, ja, mit dem Business-Thema zu tun gehabt, wo mich aber einfach nachher neugierig gemacht hat, mehr zu lesen. Mhm. Und nachher ja, sagen wir so, die ersten Bücher. Also, kennst du den Robert Kiyosaki? Sagt er etwas? Klar. Also, ja, heißt der Robert? Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Das ist ein Buch gewesen, so, wo ich dort sicher gelesen habe. Und so irgendwie sind es mehr auch so ein bisschen klassisches, so The Secret. Es sind so alles so Bücher gewesen, wo so ein bisschen dazu geführt haben, so, ah krass, also du kannst wirklich etwas machen, wenn du daran glaubst und wenn du etwas dafür machst, kannst du so Sachen erreichen. Und das ist so, ja, das sind so die ersten Einstiegsbücher gewesen für mich. Okay. Wie alt bist du denn? 18. Okay. 17, 18, 17, 18, so. Cool, das ist also etwa 6 Jahre her. Jetzt, was hast du nachher gemacht? Eben das, was du heute machst, ist ja nicht das Erste, was du gemacht hast. Nimm uns mal mit in die Reise von dort, um zu merken, okay, irgendwie ist da etwas, bis da, wo du heute bist. Was sind so die Schritte, die passiert sind? Zwischenzeitlich hast du ja sogar mal ein Buch geschrieben, gell? Haben wir im Vorgespräch schon mal gehabt. Yes. Nimm uns mal mit in die Reise. Also angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich meine Ambitionen sind eigentlich immer irgendwo anders gewesen, sondern also immer im Sport. Also ich wollte immer Fußballprofi werden. Das war mein Goal bis 21. Und ich wirklich auch, sagen wir, dort viel dafür gemacht, viel trainiert und habe nachher mit 21, also bin mit 18 in die Erstliga gekommen. Also Erstliga Classic ist die vierthöchste in der Schweiz. Und nachher mit 21 bin ich aber immer noch da gewesen. Und ich habe gewusst, so, mit 21 haben wir so, dort ist so das Ding, wo so, okay, jetzt ist schon fast ein bisschen spät, also sagt man im Fußballer-Ding. Und dort war nachher für mich so, okay, entweder gehe ich jetzt noch, ich weiß nicht genau, das war so in einem Trainingslager, wo ich mich so gefragt habe, entweder gehe ich jetzt noch ein Jahr lang irgendwie all in, weil ich habe immer nur so 50% auf meinem Beruf damals gearbeitet und halt den Rest einfach gebraucht zum Trainieren, zum und dann habe ich mir so die Frage gestellt, eben, gehe ich jetzt noch mal ein Jahr all in oder das Unternehmertum, eben, wo ich schon angefangen habe, Bücher lesen und wo ich so gesehen habe, okay, wow, krass, was andere machen, oder gehe ich dort rein? Und dann habe ich mich wirklich so entschieden, ey, easy, im Sommer, das war im Februar gewesen, 2018, und im Sommer 2018, also dort habe ich mich entschieden und dann habe ich gesagt, im Sommer 2018 kündige meinen Job und starte selber. So quasi, das ist das Ziel gewesen. Wirklich so, und auch, ich sag mal, ich bin so eine Person, ich habe es richtig cool gefunden. Oder ich bin so, wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen. Und dann habe ich auch so gesagt, höre ich auf mit Fußball spielen, dass ich voll Gas rein kann. Und das war so quasi der erste Schritt gewesen, ja, wo okay. Ja. Das heisst, 2018 hast du Fußballschuhe an Nagel gehängt, wie man so schön sagt, und den Job gleichzeitig gekündigt, gell? Und dann, das ist ja nur 3 Jahre, was ist nachher passiert? Du hast ja immer noch kein Buch geschrieben und noch kein Video gemacht. Yes. Also, ja, dort war nachher so der Punkt gewesen, okay, eigentlich, oder ich hätte das Marketingpraktikum nachher angefangen, da wäre eigentlich ein Jahr gegangen für so einen Mentor. Jetzt habe ich mich aber nachher recht schnell, also ich habe recht schnell nachher gemerkt, ich habe gerade schon angefangen zu arbeiten und habe gerade irgendwie so nach 2 Wochen gemerkt, okay, es ist wahrscheinlich doch nicht. Und dann habe ich dann so gedacht, okay, wenn ich jetzt sowieso schon alles so krasse Entscheidungen getroffen habe, gerade noch eine Entscheidung treffen, dann habe ich so gesagt, okay, ich rühre es auch gerade her. Und dann habe ich eigentlich dort das Praktikum abgebrochen. Und dann so typisch Startup-mäßig oder irgendwie, wenn du etwas verstartest, also, zum Kollegen in die Wohnung einzogen, auf die Luftmatratze und dort irgendwie so gedacht, okay, ich starte jetzt so meine ersten Sachen. Und eben so, ich sage mal, ganz am Anfang war es wirklich so eine kleine Naivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich einfach so fest wirklich wollen. Ich habe unbedingt wollen, irgendwie eben so selbstständig sein, mein eigenes Geld verdienen mit etwas, was ich auch gerne mache.
Und dann war eigentlich so der erste Schritt, ist gewesen, weil ich dort mal wirklich schon ein paar Bücher gelesen habe, weil es so wie etwas war, wo für mich auch mega wertvoll war. Ich habe gedacht, okay, was kann ich machen, um das anderen weiterzugeben und um vielleicht irgendwie eben so meine ersten Business Steps zu machen. Und die erste Idee war ein Schnelllesekurs. Ich glaube, ich habe mal einen Post gemacht auf LinkedIn zu dem. So wirklich so eine Nacht vorbereitet, irgendwie so ein Roll-up stellt. Alles halt so Sachen, wo eigentlich keine Rolle spielen sollten am Anfang. Aber irgendwie ein Roll-up stellt, nachher so einen Verkaufsstand eigentlich zum Kongress gekauft. Und nachher bin ich dort her mit meinem Angebot, meinem Kurs für den Schnelllesekurs. Und ich weiß nicht, hast du den Post gesehen? Ja, ich bin darüber reingestolpert. Was denkst du, wie viel habe ich verkauft? Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Keine einzige habe ich verkauft. Was hat es gekostet? Was hat so den Stand gekostet und den Aufwand? Weißt du nicht? Alles, also so viel ist es nicht gewesen, aber ich glaube so alles in allem so vielleicht 1000, 1500. Okay. Also es war so, alles irgendwie in einer Woche so zusammengestellt und irgendwie, aber irgendwie eine wichtige Lektion von dem war sicher gewesen, so, ich habe einfach mega wirklich angefangen zu handeln und habe einfach Fehler um Fehler gemacht, aber schlussendlich hat es mir immer irgendwie wieder, also habe ich wieder etwas daraus gelernt, aber ja, heutzutage würde ich safe sagen, halt so, anstatt es einfach blind irgendetwas zu machen, ist es halt immer gut, wenn du jemanden hast, der dir halt sagt, hey, auf was sollst du dich fokussieren jetzt am Anfang? Aber das war so der erste Schritt gewesen. Und okay, 1500 Stutz ins Sand gesetzt. Ja. Und wie weiter? Und nachher, was ich eigentlich immer gemacht habe, oder was ich schon angefangen habe, so wie auf Instagram, habe ich immer, ich glaube, jede Woche 2-3 Bücher so zusammengefasst und so wie eine Bookstory, habe ich dann gerade einmal gesagt, so wie eine Story gemacht zu einem Buch mit meinen 3 Learnings, die ich rausgezogen habe. Und das habe ich eigentlich nachher so gemacht, dass ich wirklich so eine kleine Community hatte. Und dann habe ich so gedacht, okay, die finden jetzt alle Bücher spannend. Ich hätte eigentlich gar noch kein Buch. Also ich hätte etwas, das ich ihnen anbieten könnte, wo ich wenigstens sagen könnte, hey, schau, da habt ihr etwas, das wäre von mir. Und nachher ist eben die Idee gekommen, das war nachher die zweite glorreiche Idee gewesen, ein Buch zu schreiben. Und ja, das war wirklich auch eine wilde Geschichte gewesen, weil die Idee hatte ich am Freitagabend gehabt, so in einem Café in Aarau, weil ich kein Büro hatte, nichts. Also ich habe eben so, ich habe alle meine Ausgaben radikal gecuttet, oder? Wie du es auch machen sollst, wenn du irgendwie halt so einen Weg einschlagen willst. Habe dort damals in Aarau, so in einem Kaffee, Home Paris hat das geheißen, immer in Aarau dort, den ganzen Tag eigentlich in dem Kaffee gewesen und irgendwie ein Espresso oder so getrunken, um Geld zu sparen. Und dort hatte ich so die Idee gehabt, das war Freitagabend gewesen. Weißt du was, die folgen mir ja jetzt alle. Und ich hatte eigentlich eine richtig geile Story, so, weil ich habe wirklich ein paar krasse Sachen erlebt oder dürfen erleben, die mich eigentlich so früh schon auf den Weg gebracht haben. So mein Zivildienst und so da, wo ich eigentlich so durchgemacht habe. Und ich habe gedacht, okay, das muss ich mit irgendwie meinem 3 Jahre jüngeren Ich, das muss ich können mit dem teilen. Weil der nimmt jetzt so viel Mehrwert raus, habe ich gedacht, das muss ich machen. Und dann eine Idee kam am Freitag. Nachher am Samstag habe ich das Ticket gebucht, weil ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann muss ich in ein Umfeld, wo man nicht immer sagt, du schreibst ein Buch, du bist 21, was machst du? Und nachher habe ich einfach ein Ticket gekauft auf Bali für 30 Tage. Am Sonntag habe ich gepackt und am Montag bin ich 30 Tage weggeflogen. So, das war das Ziel gewesen. Und ja, eigentlich so wirklich so, ja. Okay, nachher bist du auf Bali, 30 Tage und hat es geklappt mit dem Buch? Yes, also dort habe ich nachher wirklich, ich habe es wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Oder, und ja, so mit der Arbeit ist es halt schon, ich hatte das Gefühl, ich kann reisen und ein Buch schreiben und irgendwie alles zusammen machen. Aber ja, dort habe ich nachher jeden Tag, habe ich mir eigentlich so wirklich vorgenommen, ich stehe mal auf, 7 schreibe 1000 Wörter und nachher mache ich ein Video quasi so wie auch immer zum Promoten. Und dort habe ich auch das erste Mal nachher Videos gemacht. Also ich habe mir dort noch so eine günstige Kamera gekauft, der Fricardo.
Und habe es erstmal so angefangen, so einfach jeden Tag habe ich so ein 1-Minuten-Video so zusammengeschnitten mit iMovie, um einfach so ein bisschen wie die, die es verfolgen, weil ich habe es nachher wie so öffentlich gesagt, hey, so, ey, ich gehe jetzt auf Bali, ich schreibe jetzt ein Buch. Die, die es interessiert, könnte man so ein bisschen auf dem Weg verfolgen. Und ja, nachher bin ich eigentlich dorthin und bin einen Monat später wieder zurückgekommen und habe es fertig geschrieben. Okay, ein Buch schreiben ist ja noch einfach, in Anführungszeichen. Schwieriger ist es ja, das Buch zu verkaufen. Wie viel hast du da unter die Leute gebracht nachher? Also, was hast du da auch erwartet nach so einem Monat Bali und wie ist das rausgekommen? Es ist irgendwie so, das ist auch krass, irgendwie so die Erwartungen. Ich habe, das ist so vielleicht auch so ein bisschen die Illusion, die ich am Anfang hatte, wo so, du wachst auf als Junge, siehst mega viel Social Media Ads und so, ja, verdiene dein Geld so, mach es so. Und ich habe irgendwie wie so ganz am Anfang, habe ich so wahrscheinlich auch ein bisschen naiv die Erwartung gehabt, so, ey, weißt du, irgendwann mach es so und nachher verdienst du plötzlich so, kann ich verdienst dein Geld. Und dort, habe ich nachher, wo ich nachher zurück in die Schweiz gekommen bin, ich habe es nachher gelauncht und habe so alles über Amazon KDP, also Print on Demand. Und habe irgendwie so zwischen zwei, schlussendlich, glaube irgendwo zwischen 200 bis 300 Bücher so verkauft. Aber ich sage mal, was ich daran verdient habe, vielleicht so ein bisschen mehr als 1000 Franken, alles in allem. Aber es war mal so das erste Mal sicher gewesen, wo ich so gesehen habe, oh, krass, also es geht. Und die Leute haben es auch gefeiert. Da habe ich wirklich auch das Geilste gefunden. Aber es ist trotzdem immer noch ein weiter Weg gewesen. Also ich habe so, wo ich nachher zurückgekommen bin in die Schweiz, das war im Dezember 2019 gewesen, dort habe ich so gedacht, in Bali, so der Vibe, dort mega viele Unternehmer sind dort, ich habe mega viele Leute so dürfen kennenlernen dort und habe einfach gesehen, so, oh, krass, ich will dort wieder her und ich will noch mehr so Videos machen. Weil dort habe ich so angefangen, so Videos und das Share, das finde ich richtig cool. Und es ist mal, das, was halt immer enger wurde, ist, oder die Frage, die mir dort am häufigsten gestellt wurde, ist okay, so, wie verdienst du dein Geld? Und ich habe dort halt wirklich halt fast gar nichts verdient und habe einfach von meinem Ersparten gelebt und habe sehr minimalistisch gelebt. Und dann habe ich aber im Dezember 2019 einen Nebenjob gemacht, wo ich würde sagen, es würde jedem, der sich selbstständig machen will, oder wo will Unternehmer werden oder irgendwie würde ich das mal safe empfehlen. Also ich habe so, was nicht, sagt der Dialoger etwas? Nein, gar nicht. Sind so, bist du schon mal an einem Bahnhof gewesen, irgendwo in der Schweiz? Ja. Bist du mal das angesprochen worden dort? Ja, ich schaue immer so böse, dass ich es eben nicht mache. Ja, also da nicht gemacht. Da habe ich gemacht für 3 Monate. Okay. Es war so eine krasse Lebensschule auch wieder gewesen. Weil du sprichst am Tag 500 fremde Leute an. Du machst es schon für eine Organisation, aber du machst es halt für, also schlussendlich ist ja dort auch eine Organisation dahinter, die dich zahlt, also du verdienst dort ein paar Franken am Tag, wirklich auch nicht viel. Und es ist halt so ein richtiger Knochenjob. So 500 Leute am Tag ansprechen, du bekommst 500 Nein oder 495 und 5 sagen halt ja und die 5 musst du aber auch jeden Tag haben. Und das habe ich nachher 3 Monate gemacht, um einfach wieder Geld sparen zu können. Ich weiß nicht, mit dem Geld habe ich mir nachher eine Drohne gekauft, ein Gimbal, also das ist mein erstes Video-Equipment. Und eigentlich wieder ein Flugticket fürs zweite Mal auf Bali. Cool. Okay. Das glaube ich, dass das natürlich extrem ist, gerade mit diesen Eins umzugehen, zu lernen, mit dem umzugehen, ist etwas, wo den meisten Leuten besser tun würde, wo man immer Mühe hat und darum gar nicht erst etwas anfängt, weil man Angst hat, dass das Nein könnte kommen. Okay, wenn ich das richtig jetzt im Kopf von der Zeit her, dann müsste ich dann etwa März 2020 sein, bin ich da. Ja, genau. Ende Februar bin ich nachher auf Bali. Ist ja eigentlich nachher dann, wenn auch Corona so weltweit ein Thema war? Das ist 19. Das ist 2019 gewesen. Also Corona ist 2019. Okay, genau. Cool. Nachher dann bist du in dem Fall nochmal auf Bali. Und dann sind, das war jetzt etwa vor 2 Jahren gewesen. Yes. Okay, noch die letzten 2 Jahre entwickelt. Okay, die letzten 2 Jahre so im kurzen Ding.
Ich bin nachher noch auf Bali, weil ich es einfach krass gefunden habe, was dort für Leute sind. Und ich eigentlich wirklich mich noch wollte, noch mehr mit so Leuten vernetzen. Eben Online-Business war auch etwas, was mich immer fasziniert hat. Und ich einfach in so ein Umfeld wollte. Und per Zufall habe ich dort wirklich immer, ich bin immer so an die Coworking Spaces bin gegangen. Da habe ich mich überall angemeldet, bin an die Events gegangen. Und dort habe ich nachher einen kennengelernt. Das ist heute einer meiner besten Kollegen. Und der ist so mein erster echter Business-Mentor geworden. Der ist der Founder von einer Video-App, Immobilien-Video-App. Und der ist schon über 10 Jahre ist der schon selbstständig Unternehmer, hat eben zwei Business-Entien gehabt, also das Import, Auto-Import-Export-Geschäft und so eine Video-App. Und wo ich nachher zurückgekommen bin in die Schweiz 2019 im Sommer, also ich war 3 Monate nachher dort in Bali gewesen, habe weiter das gemacht, was ich gemacht habe. Also ich habe Buch promotet, ich habe Videos gemacht, aber ich habe schlussendlich eigentlich mega wenig Ertrag von dem. Also ich habe ein paar Bücher ab und zu verkauft am Tag. Mhm. Aber ja, schlussendlich, jetzt in Bali hat es eigentlich gerade noch so gelangt zum Überleben von dem. aber wo ich nachher in die Schweiz komme im Sommer, 2019 bin ich eigentlich wirklich so blank gewesen, bei null. Und irgendwie noch so eine grosse Rechnung, die reinkommt, ist eine Steuerrückzahlung von der SVA. Und dann habe ich so gewusst, auf Scheiße, jetzt muss ich irgendetwas machen. Entweder muss ich jetzt wieder irgendwo einen Job annehmen oder ich muss irgendetwas machen, einfach zum wieder überhaupt finanziell können überleben. Und dort ist eigentlich nachher auch in der gleichen Woche das Telefon von ihm gekommen, also von dem vom Mentor oder von dem Video-App-Founder, der gesagt hat, hey, wir haben das App, wir haben die Lizenz in Frankreich, er kommt aus Frankreich, haben sie verkauft und wir suchen jemanden, wo das in einem anderen Land, wir wollen es quasi in einem anderen Land testen und es quasi wirklich so expandieren. Und wir brauchen eigentlich jemanden, der genau die Skills hat, die du hast. Also wo ich kann Social Media, wo kann Videos machen, wo der Leute kann erklären und wo kann den Wert aufzeigen von Videos auf Social Media und wo kann verkaufen. Und das sind so eigentlich die Sachen, die ich genauso on the fly quasi auch gelernt habe über das letzte Jahr. Und ja, mir ist eigentlich auch nichts anderes übrig geblieben, weil er einfach zu sagen, ja, eh. Und ich bin nachher quasi wie als selbstständiger Vertriebspartner dort reingestartet. Also quasi auch mit jedem verkauften Lizenz habe ich nachher etwas daran verdient. Und das hat eigentlich nachher sehr gut funktioniert, weil ich dort auch jemanden gehabt habe, wie er, wo mir quasi zur Seite gestanden ist, wo mir gesagt hat, hey, jetzt mach es mal so, fokussiere dich da drauf. Und dort habe ich nachher innerhalb von 6 Monaten haben wir dort eigentlich über 20 ja, von den grössten Immobilienagenturen in der Schweiz als Kunden gehabt. Mhm. Und ja, nachher war das eigentlich so das erste Mal, wo ich also gesehen habe, oh, krass, also ich habe keinen Chef. Also ich habe ja, jemanden, der mir hilft als Mentor, aber ich habe keinen Chef gehabt. Ich bin quasi wie selbstständig und ich konnte auch mein eigenes Geld verdienen. Und das war eigentlich so das erste Mal, wo ich also gesehen habe, krass, okay, es ist möglich. Und ja, nachher ist es eigentlich so weitergegangen, dass ich nachher in dieser Zeit, also vom Sommer 2019 bis Dezember 2019, habe ich auch die ersten eigenen Kunden nachher gewonnen, weil halt die Leute einfach gesehen haben, ich habe nachher genau das Gleiche, was ich eigentlich für Bücher gemacht habe auf Instagram, habe ich nachher gemacht für das Video-App auf LinkedIn. Also ich bin all-in gegangen, ich habe halt Content zu diesem Thema gemacht, ich habe mein Netzwerk in diesem Bereich aufgebaut und bin wirklich so eigentlich richtig schnell innerhalb von ein paar Monaten zum einfach dem Gesicht wurde von Immobilien-Video-Marketing. Weil ich halt nur über das erzählt habe, weil ich nur Kunden zu dem Thema hatte. Und eben hatte ich schon 2, 3 andere, die nachher gesagt haben, hey, wir brauchen auch Videos, jetzt nicht im Immobilienbereich, aber wir brauchen auch Videos. Ich habe gesehen, du machst ja so Videos, kannst mir helfen. Und ja, so habe ich eigentlich nachher meine ersten eigenen Kunden gehabt. Und nachher im Januar 2020, also gerade kurz vor Corona, bin ich auf Berlin. Ich habe dort noch auch für einen Kunden eigentlich so ein Event, wo ich quasi die Videoproduktion gemacht habe. Und dort hat er mir nachher auch so gesagt, es war nachher so gewesen, also von meinem Einkommen her, es war genau halb-halb gewesen. Also
so die Hälfte ist quasi Bolliger Media gsi, also dazu mal einfach mit meiner eigenen Videoproduktion, mhm, und die Hälfte ist noch von der Video-App gsi. Und für mich ist nachher gerade so ein bisschen die Frage gekommen, okay, weil long-term weiss, habe ich gewusst, ich werde mein eigenes Ding machen, wie auch die Podcasts ja so heisst, das eigene Ding. Mhm. Und dann habe ich genau gewusst, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung nicht treffe und quasi immer noch so ein bisschen zweispurig fahre, dann ja, würde ich auch mir in einem halben Jahr wieder die Frage stellen. Und nachher habe ich einfach dort auch gerade wieder entschieden, okay, ich gehe all in mit Bolliger Media, mache meine eigenen Videoproduktionen. Und ja, das war eigentlich der Startschuss gewesen. Und sagen wir mal, 2020 ist nachher die Kurve wirklich krass abgegangen. So, weil es so auch von den Sachen, weil halt, sagen wir mal, die Erfahrung da war, von den vergangenen eineinhalb Jahren. Und weil auch ja, der Need da war beim Markt, definitiv. Ich denke, also es sind ein paar Sachen, die natürlich spannend sind. Oder auf die einen Seite tönt das, oder ist sie eigentlich in so einem Verhältnis von meinem Leben eine brutal kurze Zeitspanne, so die irgendwie 3 Jahre, wo du effektiv selber etwas machst und wo du jetzt bist, das darfst du nachher vielleicht dann gerade erzählen, kommt ein bisschen darauf an, was möchtest du sagen. Das Zweite, was mir aber jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass du die Eigenschaft hast, extrem schnell oder sehr radikale Entscheidungen zu treffen. Also, sei das irgendwie alles zu künden und nach 2 Wochen auch den Job wieder zu künden, sei das irgendwie auf Bali zu gehen, am Freitag zu sagen, schreibe ein Buch und am Montag schon auf Bali reisen für 30 Tage, oder sei das dann gleich auch irgendwie einen Cut zu machen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier noch die Hälfte von meinem Einkommen von etwas und jetzt tue ich das aber einfach auf die Seite und fokussiere mich voll da. Wie triffst du so Entscheidungen? Also kannst du da irgendwie einen Tipp auf den Weg geben für vielleicht Zuhörerinnen, oder warum kannst du so grosse Entscheidungen so radikal treffen? Also ich würde mal, ich sage mal definitiv, was es, also ich sage mal, eine Entscheidung ist ja schlussendlich immer ein Prozess. So, es, für mich ist auch nie eine Entscheidung irgendwie von heute auf morgen gewesen. Aber ich sage mal, schlussendlich ist es auch immer, jetzt zum Beispiel die schwierigste Entscheidung, safe, die ich getroffen habe, war mit dem Fußball. Also, dass ich halt dort, keine Ahnung, geshootet seit einem kleinen Bub, mega viel dafür investiert und auch, ich sag mal, speziell die 5 letzten Jahre dort, wo ich wirklich sehr viel trainiert habe. Aber schlussendlich für eine Entscheidung zählt ja nachher nie, wie viel dass du vorgängig gemacht hast, sondern eigentlich nur, wo willst du her in Zukunft? Also, wo willst du stehen in 3 Jahren, in 5 Jahren oder in 1 Jahr. Und da mache ich mir einfach immer klar. Also ich schreibe wirklich halt die Frage auf, wo will ich stehen. Und nachher ist halt der nächste Schritt zu sagen, was ist halt, wenn ich die Entscheidung nicht treffe. Weil wir wissen ja beide, dass Fokus ist ja schlussendlich immer, hat immer eigentlich viel mehr, also kannst du viel mehr erreichen mit Fokus. Wenn du 2 Sachen gleichzeitig machst, dann wirst du nie so gut. Es gibt ja ein Buch auch zu dem, da kennst du sicher auch. The One Thing, oder? Also, du kannst 10 Sachen irgendwie so gut machen, oder du kannst eine Sache einfach wirklich der Beste sein. Und für mich war es auch immer so, okay, wenn ich etwas mache, dann will ich wirklich richtig gut drin sein, will einer der Besten drin sein, oder? Der Beste, wenn ich es mache. Und dann ist halt immer so die Frage, so, okay, wenn ich jetzt 3 Sachen miteinander mache, kann ich dann wirklich so gut werden in dem? Und dann merke ich halt meistens immer, ah nein, ich kann es nicht. Und dann ist es halt so, einfach mein Charaktertyp oder so, wie ich bin, dann weiss ich so, okay, dann muss ich wahrscheinlich etwas opfern für das, wenn ich es so möchte haben. Okay. Ja. Cool, spannend, perfekt. Ja. Du hast gesagt, 2020 eine extrem steile Kurve. Du hast vorher gesagt, du bist selbstständig, das heisst, du hast keine Mitarbeiter, machst alles selber. Nein, also ich habe einfach Freelancer, ich habe so ein kleines Freelance-Team aufgebaut, aber ich bin noch komplett allein. Mhm. Ja, kannst du etwas sagen über Umsatz oder so, vielleicht, dass man ein bisschen noch besser vorstellen kann, was jetzt das konkret bedeutet? Also 2020 war mein Ziel, dort habe ich das erste Mal so, ich sag mal, ein bisschen besser verdient, weil ich eben so ein bisschen
sag mal, ich habe mal einen normalen Lohn gehabt. Und nachher war so mein Ziel, okay, was wäre so ein Ziel, das mich herausfordert, aber wo ich gleich noch, ja, wo ich einfach so sehe, da muss ich mich schon anstrengen, aber ich sehe, es ist möglich. Weil du kannst ja nicht so überdimensionale Ziele setzen und das Gefühl hat, du erreichst sie in 12 Monaten. Und mein erstes Ziel steht, wo ich mir gesetzt habe, eigentlich so im ersten Jahr von der Selbstständigkeit 100'000 Umsatz zu machen. Mhm. Ja, das war das erste Ziel. Und da habe ich den eigentlich auch ziemlich schnell erreicht, nach 10 Monaten. Mhm. Ja. Cool. Und jetzt geht die Kurve weiter darauf. Yes. Cool. Spannend. Gratuliere. Ich glaube aber, also eben, das Geld ist immer so ein Faktor, yeah. Aber wie wichtig ist Geld für dich? Ich meine, wir sind in der Schweiz, jeder braucht Geld, aber bist du selbstständig wegen Geld? Willst du möglichst viel Geld verdienen? Oder wie wichtig ist das für dich? Mega gute Frage, ich habe gestern über das auch noch ein bisschen brainstormt. Ich glaube, wenn ich so auf meine eigenen Werte bezogen würde, sehen, wäre Geld wahrscheinlich an dritter Stelle. Was weiter oben wäre Freiheit. Mhm. Weil Geld bringt irgendwo durch auch gewisse Freiheit mit sich. Also wenn du auch selber kannst dein Geld verdienen. Und ich sage mal schlussendlich auch Impact ist für mich auch, also das klingt immer so, also Impact ist einfach so, dass du kannst einen krassen Einfluss oder darfst einen krassen Einfluss haben auf andere Leute. Aber ich meine, du mit deinem Podcast wirst wahrscheinlich noch Tausende von jungen Schweizer Unternehmern oder auch gestandene Schweizer Unternehmer inspirieren. Und ich meine, das ist etwas, was in meinen Augen so viel mehr Wert hat als Geld. Ich habe irgendwie auch so mit dem Buch so die Erfahrung gemacht, habe dann Nachrichten bekommen, diesen Zeitraum. Ich habe handgeschriebene Briefe bekommen, weil ich halt wirklich offen und verletzlich mich in diesem Buch preisgeben, mit dem, was ich so für Träume und Visionen hatte und wo vielleicht funktioniert haben oder nicht. Aber hat so Nachrichten bekommen von Leuten, wo du weißt, du hast dich berühren können und du hast vielleicht einen kleinen Einfluss auf ihr Leben gehabt zum Positiven, finde ich, ist 1000-mal mehr wert als Geld. Jetzt zurück auf deine Frage, was ich aber, ich sage mal, irgendwo durch, eben dann auch mein Mentor, dort immer so gesagt, irgendwo durch ist nachher das Unternehmertum wie ein Spiel. Es ist einfach so, wenn du nicht gerade irgendwie musst Sorgen machen, was ich mir einmal haben müssen, irgendwie wie ich kann meine Rechnungen zahlen, dann ist es einfach so, ach so krass, was kannst du machen? Es ist wie ein Spiel, wie irgendwie ein Spiel des Lebens, wie Monopoly. Und du spielst es einfach, du spielst einfach mit und das Geld verdienen wird mehr auch zum Spass, einfach zum schauen, okay, was gibt es für neue Ventures oder wie kann man jetzt das aufstellen oder wie kann man jetzt das machen, dass man es skalieren oder was auch immer. Ja. Okay, cool, perfekt. Wie siehst du das? Lass ich gerne so stehen. Also ich glaube, Geld ist brutal wichtig, wenn man zu wenig hat und macht einen extrem unglücklich, wenn man zu wenig hat. Aber es gibt, glaube ich, relativ schnell einen Punkt, wo weniger ist, wie man meistens denkt, wo mehr Geld einen relativ kleinen Einfluss hat auf, ich sage jetzt so, das Gemüt, ob es mir jetzt besser geht oder schlechter. Krass. Ich muss natürlich eine Wohnung haben, ich muss können, irgendwie Familien ernähren, vielleicht ein Auto, auch mal noch Ferien. Aber wenn das mal erledigt ist, und das haben wir in der Schweiz, natürlich gibt es solche, die es nicht haben, aber das hat man häufig, dann ist mehr Geld meistens nicht da, was einem glücklicher macht. Oder nur bedingt. Also ab irgendeinem Punkt erst recht nicht mehr. Sondern das, was für mich erstrebenswert ist, ist, dass ich natürlich, das muss ein Höckchen hinter dran sein, so viel Geld brauche ich. Und dann soll noch ein bisschen etwas da sein, wo du noch kannst investieren und sparen und auf die Seite legen, falls es mal nicht so läuft. Aber nachher würde ich das machen, was ich gerne mache jeden Tag. Und wie du sagst, die Freiheit. Und mit dem, was ich liebe, das können abhökeln. Und dann muss überhaupt nicht, wenn das nicht Millionenbeträge sind oder so. Ich glaube, da hat jeder ein bisschen etwas anderes, einen anderen Betrag, wo es für ihn ist. Da gibt es so unterschiedliche Lebensstile. Ich
muss da nicht, weiss ich nicht, was haben. Wir haben vorher über unsere Regale im Hintergrund erzählt, für alle, die den Podcast hören, wo im Hintergrund die Regale sehen. Wenn sie es auf YouTube würden schauen, würden sie es dort sehen, wo man irgendwie Conforama oder Mikasa gekauft hat. Oder also, ich meine, du kannst für so ein Regal auch 10 oder 100 Mal mehr ausgeben. Aber ob die da dann glücklicher macht, weiß ich auch nicht. Habe ich das Gefühl, nein, macht es nicht. Mhm. Und darum, erstens, also Punkt 1, Geld ist brutal wichtig. Und jeder, der in der Schweiz wohnt und behauptet, es ist nicht wichtig, der lügt sich einfach selber an. Das heisst nicht, dass es gut ist, dass es wichtig ist, aber es ist einfach, ohne Geld geht es nicht. Mhm. Aber man muss so das Höckchen können hintereinander machen, dass ich, wenn ich gehe posten, nicht bei jedem Produkt muss auf den Preis schauen. Wenn ich irgendwie ein Brot kaufen muss, schauen, welches kann ich mir jetzt leisten, dann macht es keinen Spass. Aber wenn du da mal kannst, gibt es wichtigere Sachen. Ja, safe. Ich habe mal, ich habe gerade in so einem Buch gelesen, das ist auch, also in Deutschland ist es glaube ich 50'000. Also halt so, dass, wenn du über 50'000 im Jahr netto verdienst, steigt so deine Happiness. Und das Geld hat keinen Einfluss mehr. Also das finde ich auch noch ein spannender Aspekt, oder richtig interessant, ja. Was du gesagt hast. Ja, Geld ist ein spannendes Thema. Also ich finde es mega spannend. Aber es ist eben überhaupt nicht der Punkt, um irgendwie einfach möglichst reich zu werden, sondern bei mir auch an sehr, sehr, sehr hoher Stelle ist die Freiheit. Ich kann jeden Tag möglichst da machen, wo mir Spass macht und so, wie ich es gerne wette. Und mit dem mein Leben können bestreiten. Und das finde ich so geil am Unternehmertum. Darum mach dein Ding, darum möchte ich die Leute inspirieren und motivieren. Es sagt ja überhaupt niemand, dass du einfach heute kannst sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und ab morgen bist du komplett frei. Aber du kannst dir das irgendwie erarbeiten. Und im Angestelltenjob, wenn halt jeden Tag ein Chef da ist oder du musst sagen, was du machst und du musst am Morgen um 7:30 einfach im Büro sein und so abends um 5:00. Vielleicht hast du irgendwie, wenn du Glück hast, hast du Gleitzeit oder Jahresarbeitszeit, aber das ist einfach für mich nicht das Gleiche. Darum, wenn du Freiheit anstrebst, ist das Unternehmertum die beste Lebensform. Und ich würde dich in dem Moment auch als Unternehmer bezeichnen. Nicht als, also, weil die Definition selbstständig und Unternehmer ist ja rein theoretisch oder rechtlich gesehen, einfach, habe ich eine Rechtsform oder mache ich das auf meine eigene Rechnung? Und für mich ist viel wichtiger das Mindset dahinter. Also, es geht jetzt nicht darum, eine Definition, die rechtsgültig ist, zu haben, sondern das Mindset dahinter, ob jetzt jemand Unternehmer ist oder nicht. Und da würde ich dich als Unternehmer bezeichnen. Cool. Okay. Mega spannend. Wie sieht die ganze Geschichte jetzt in Zukunft aus mit dir und Bali? Also jetzt bist du zweimal gewesen. Dreimal. Nochmal eins zwischen dir. Und ist das jetzt etwas, wo dich begleiten und immer wieder gehen willst? Also ich sage jetzt auch mit dem Thema Freiheit. Du hast jetzt gleich, wenn du Videos produzierst, musst ja du terminlich, heute zum Beispiel können wir ja den Podcast nur aufnehmen, weil schlechtes Wetter ist und darum das Shooting abgesagt ist, gell? Aber du hast ja dann gleich auch gewisse Tage, wo du das musst machen. Wie organisierst du das? Hast du vor, in Zukunft wieder mehr zu reisen, monatelang auf Bali oder andere Länder zu gehen? Oder sagst du, nein, ich habe jetzt mein Ding gefunden, jetzt bleibe ich da und mache das? Ja, sag mal, irgendwo durch, klar, wenn du jetzt da hauptsächlich Schweizer Kunden hast, dann bist du halt schon ein bisschen dran gebunden, dass du in der Schweiz bist. Ich bin auch mega gern hier in der Schweiz. Ja, ich sage, es spricht ja auch nichts dagegen, dass du kannst Kunden akquirieren aus Bali oder aus wo auch immer du her willst und irgendwie 2-3 Projekte dort machen und 2 Monate dort sein oder 3 Monate dort sein. Das bindet ja nicht. Und der andere Punkt ist, wann ich jetzt auch halt seit Mitte letzten Jahr angefangen habe aufzubauen, einfach weil auch die Nachfrage immer grösser wurde, ist halt von anderen, ich sag mal, Freelancer, Fotografen, Videografen, die einfach gefragt haben, hey, wie machst du das, dass du an neue Kunden kommst? Wie hast du dir da aufgebaut? In dem Sinn hat die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und da bin ich momentan auch weitergehen, so in einem Coaching-Format und auch in einem Kursformat, wo halt schon das Ganze, dort habe ich jetzt über 10 Leute drin. Und ich sage mal, da ist halt auch etwas, wo ich in Zukunft weiss, das ist etwas, wo ich mega passionate bin. Genauso Leute, wo ich mal ganz am Anfang gestanden bin, hätte ich sehr, sehr gern für so etwas Geld ausgeben oder für so jemanden, wo man einfach sagt, hey, schau so und so und so, mach so, fokussiere dich auf das.
wo der halt gerade von Anfang an sagt, mach gewisse Sachen, wenn du selbstständig sein willst. Weil am Anfang war halt für mich das recht schwierig, irgendwie das zu greifen. Aber ich habe viel ausprobiert und viel hat schlussendlich ein Jahr lang nicht geklappt. Und da macht mir selber auch mega Spass, das dürfen weiterzugeben. Und das ist sicher auch etwas, was ich gesehen habe in Zukunft, dass ich da mehr ausbauen will. Und schlussendlich da ist halt gar nicht gebunden an, da brauchst du irgendwie einen Zoom und mehr auch nicht. Okay. Cool. Ja. Jetzt, es ist ja eben, man hat es ja schon gehört, in den Stories ist ja nicht immer einfach alles nur goldig und super gut. Was ist so in dieser Zeit, in diesen Jahren, wo du jetzt dein eigenes Ding probiert hast zu starten und dann gestartet hast, so der schlimmste Fehler gewesen oder der schwierigste Moment? Gute Frage. Also, ich glaube, der schlimmste Fehler, würde ich sagen, habe ich nicht gemacht, weil es einfach, wenn du es nicht machst oder wenn du es nie wagst, ich glaube, das ist der schlimmste Fehler. Und nachher, was ist die zweite Frage? Sorry, jetzt habe ich vergessen. Der schlimmste Fehler oder der schwierigste Moment? Ah, der schwierigste Moment. Ich würde sagen, der schwierigste Moment ist entweder gewesen, halt dort, wo ich angefangen habe, 2018, wo halt alle so gesagt haben, was machst du? Weißt du, so die, irgendwie alle haben das Gefühl gehabt, ich bin so krass lost und ich bin auch ein bisschen lost gewesen. Also ich habe nicht unbedingt, ich habe gewusst, wie es sollte sein. Ich habe gewusst, irgendwie, oh, ich bin selbstständig und ich habe noch nicht gewusst, was das ist. Mhm. Also weißt du, ich habe nicht gewusst, ist das Video, ich habe gar noch nicht Videos machen können. Und das war einfach so, wie es so gewesen, so, ich habe Bücher gelesen und ich habe irgendwie Wissen aufgesammelt und ich habe von anderen Leuten gehört, was möglich ist, aber so mein Umfeld hat auch meine Liebsten, weißt, so meine Family, meine Kollegen, die haben halt alle irgendwie das zuerst so gesagt, hey, was machst du? Weißt du, so, also ich habe immer wirklich so ein kleines Umfeld gehabt, wo immer gesagt hat, ja Peter, wir wissen, du wirst schon irgendwie herbringen, aber halt ganz am Anfang so das Verständnis, etwas Eigenes zu machen, das hat so, triffst halt mega viel Ablehnung. Und da war sicher ein schwieriger Punkt gewesen, oder halt 2019, wo ich gewusst habe, so, irgendwie muss jetzt etwas funktionieren oder es geht halt irgendwie noch mehr ins Minus. Mhm. Und dort habe ich aber, ich glaube, so der Tony, ich glaube, du hast ein Buch dort hinten, ich glaube, das ist auch von Tony Robbins, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich sehe es nicht. Ja, genau, so ist der Prinzip. Yes. Genau. Ja, genau. Und er hat ja auch so eine Quote, wo er so sagt, so, if you want to get to the island, you have to burn the boats. Und für mich ist das so wie etwas, also vor allem auf Deutsch, so wenn du die Insel willst erreichen, dass du quasi dein Boot verbrennst. Weil dann hast du gar keine andere Variante, weder die Insel finden. Mhm. Und für mich ist das halt so, sicher immer ein schwieriger Moment gewesen, aber ich habe immer gewusst, okay, ich habe alle meine Boats verbrannt, ich habe kein Sicherheitsnetz, wo ja immer der Schweizer immer so, ey, was ist denn dein Sicherheitsnetz, dein Plan B? Und weil ich den halt nicht hatte, habe ich auch gewusst, okay, ich finde etwas und schlussendlich habe ich es dann auch gefunden, sagen wir so. Okay. Ja. Okay, cool. Ja, eben, hast du ja nicht mit dem ersten Ding gerade, hat alles funktioniert oder nicht? Jetzt gleich, wenn ich fragen darf, du bist ja am Anfang mal auf Bali, du hast 1500 Franken in den Schnelllesekurs mal investiert und probiert, 30 Tage Bali, klar, in Bali selber ist es nicht so teuer, aber hier ein Retourflug kostet ja gleich noch etwas. Wie hast du das damals finanziert? Also hast du dann einfach so viel erspart? Und darf ich fragen, was ist so der Kontostand gewesen in dem Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mein eigenes Ding, jetzt probiere ich es? Also ich glaube, als ich 2018 gestartet bin, war es glaube ich irgendwie so etwa 10'000 gewesen. Mhm. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Und nachher ist es halt so weitergegangen. Und ich sage mal, also nachher habe ich halt eben immer wieder Geld ausgegeben für jenste Sachen oder auch Kurs selber gekauft. Und ich sage mal, wo ich nachher das zweite Mal auf Bali bin, im 2019, ich würde mal sagen, vielleicht so etwa 5'000 noch auf der Seite. Flugticket natürlich, also
Du kannst dir nicht vorstellen, ich war jetzt so ein Low-Budget unterwegs gewesen. Also ich habe irgendwie ein Flugticket gekauft, das 16 Stunden Zwischenstopp hat, einfach nur, dass es irgendwie nur 300 Franken oder so kostet. Und ja, habe irgendwie 5'000 Franken gehabt und habe in Bali, das ist halt auch etwas, ich habe in Bali Low-Budget gelebt. Und wenn du in Bali Low-Budget lebst, dann kannst du wirklich krass lang überleben. Darum, das war auch so der Grund. Also das zweite Mal, wo ich auf Bali bin, ist einfach zum Leute kennenlernen. Und zum, ich habe gewusst, 6 Monate auf Bali, also ich habe 1 Monat in der Schweiz arbeiten und ich habe etwa 6 Monate mit dem Geld auf Bali leben. Das war so auch ein Grund, gewesen, weil ich mir so viel Zeit freischaufeln. Ich habe mir Zeit freischaufeln, um Skills zu lernen, also Videoproduktion. Ich habe mir Zeit freischaufeln, um mich selber weiterentwickeln. Und eben, klar, ich kann ein Beispiel machen, also ich habe monatelang in Bali in einem Hostel geschlafen für 2 US-Dollar pro Nacht. Also so kannst du auch recht gut Geld sparen. Okay, was hast du denn da all in ausgegeben in Bali für, pro Monat, wenn ich jetzt so das frage? Also einfach für den einen oder anderen Jungen, der sich das überlegt und einmal sagt, okay, klingt jetzt noch richtig geil, ist natürlich Low Budget, aber mit, was ist so das, was du schon Minimum brauchst, um im Monat, einen Monat können überleben? Ich glaube, so die tiefsten Monate bin ich unter 500 gewesen, pro Monat mit Okay. allem. Aber ich habe es halt ein bisschen überschätzt. Also das teuerste war wahrscheinlich die Krankenkasse, die ich in der Schweiz zahlen musste. Aber halt dort habe ich wirklich. Aber weißt du, viele haben auch vor Reisen immer das im Kopf, so, ey, ich muss irgendwo in ein Hotel, wo irgendwie pro Woche 1'500 kostet. Und ich bin halt dort, ich meine, ich habe in einem Hostel geschlafen, ich habe local gegessen. Du kannst dort für 50 Rappen kannst du eine richtig geile Mahlzeit haben. Es ist halt auch nicht für jedermann, weil es ist halt so, du bist halt nicht in Saus und Braus. Ausgang bin ich dort eigentlich auch sehr wenig oder gar nie. Und ja, so habe ich eigentlich mega viel können auch sparen in dem Sinn, um können mein Business oder meine Selbstständigkeit, meinen ersten Schritt können realisieren. Cool, also eben zeitfreie Aufleute. Perfekt, kommen wir jetzt sowieso wieder zu der positiven Seite. Eben. Was ist denn, hat es bis jetzt so den geilsten Moment gegeben oder den besten unternehmerischen Moment? Geilste Moment. Ich glaube, es ist so der ganze Journey ist so geil. Also, weißt du, die Leute, keine Ahnung, jetzt lerne ich auch wieder dich kennen. Wir haben einander noch nie vorher gehört. Ich bin auch schon richtig neugierig, auf mehr von dir zu hören. Und ich glaube, da ist etwas, was so geil ist. Du lernst so viele Leute kennen, wo du sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hättest. Es ist eben irgendwie einmal so wie in einer Zeitkapsel. Es ist so, du hast so viel erlebt, wenn du einmal, du bist da gewesen, da gewesen, du hast die kennengelernt, der besteht, Herr, der hat das gemacht. Ich glaube, das alles ist so schon krass, nur vom Moment. Und ich sage mal, coole Momente sind sicher auch gewesen, wo ich das erste Mal zum Beispiel nachher, wo ich mich entschieden habe, okay, ich mache vor mit Polygram Media, das war auch so ein Moment gewesen, wo ich am Flughafen dort im Co-Founder angerufen habe und habe gesagt, okay, ich starte jetzt selber. Und dann bin ich quasi ins Flugzeug eingestiegen, ich bin mit der Freundin dort quasi von Berlin zurückgeflogen und wir sind in Zürich gelandet und ich hatte dort auch schon ein paar eigene Kunden gehabt. Also ich wusste, ich werde nicht mehr so hungern, sondern ich habe genug meine eigenen Kunden und ich kann mir jetzt einfach anfangen, meinen Kundenstamm aufbauen und einfach so das Gefühl, ich lande im Flieger in Zürich und so. Ich muss am Montag zu keinem Chef und dem irgendwie sagen, was wir jetzt als nächstes machen, sondern es ist so, du machst einfach, was du jetzt willst. Das klingt zwar immer mega, also es ist so wirklich auch ein geiles Feeling gewesen zum ersten Mal. Schlussendlich bist auch du für alles verantwortlich. Also wenn es halt läuft, dann bist auch du verantwortlich. Aber das ist schon so das erste Mal, so hat sie das Gefühl, krass, ich kann mir jetzt wirklich eigentlich so mein eigenes Business aufbauen. Und eben, ich muss jetzt nicht, am Anfang ist das so ein Struggle gewesen, aber jetzt läuft es. Also, dort war für mich schon das Gefühl, gewesen, krass. Also, es kann ja gar nicht besser laufen. Heute denkst du, was habe ich mir damals überlegt? Das ist sicher eins von den besten Gefühlen gewesen. Cool, perfekt, genial. Du, wir sind schon bald am Schluss vom Interview, gell? Wir sind ja schon ein Moment dran. Wenn du jetzt nochmal von vorne würdest starten, eben, du hast selber gesagt, du machst so ein bisschen, du machst das auch als Coaching. Was ist so das, was du würdest anders machen?
was ich würde anders machen, ist vielleicht jemanden an die Seite holen, wo von Anfang an, wo ich schon gesehen habe, der hat es gemacht. Also einfach jemanden, der das schon gemacht hat, was du machen willst. Und einfach fragen, entweder, wenn du das Geld nicht hast, um irgendwie bei dem das Coaching zu haben, ob es jetzt 1:1 ist, Gruppencoaching oder was in dem, also überlegen, ob du für den arbeiten kannst, um einfach Erfahrung zu sammeln und können von dieser Person lernen, wie es die macht, wie die Kunden gewöhnt, wie, ich sage mal, das ist so wichtig am Anfang. Und ja, ich sage mal, der zweite Punkt ist sicher etwas, was du halt nicht darfst unterschätzen am Anfang. Oder der zweite Tipp, den ich mir geben würde, so konkret, ist, den Sauerstoff von der Selbstständigkeit am Anfang ist ja halt, wie viel Geld kannst du damit verdienen. Weil sonst, wenn du halt zu wenig verdienst, dann gibt es eine gewisse Grenze und irgendwann musst du es halt wieder zutun. Und dort ist halt so der Punkt, dass man lernt, auch etwas zu verkaufen, proaktiv. Also das beste Beispiel war für mich immer so, wenn ich irgendwie einen gesehen habe am Bahnhof und dann habe ich mir überlegt, soll ich den ansprechen und fragen, ob er spendet. Und dann spreche ich ihn an und dann spendet er, keine Ahnung, 500 oder 1000 Franken. Und es ist halt, hätte ich die Person nicht angesprochen, dann wäre es nie zustande gekommen. Und hat am Anfang mit der Haltung auch an die Selbstständigkeit gegangen, so, hey, es wartet doch niemand auf dich. Und du machst jetzt deine Webseite und dein Logo und alles, was schön und nice aussieht und dein Visitenkärtchen und alles, was eigentlich schlussendlich du denkst, dass es Kunden bringt, aber es kein einziger Kunde wird bringen. Und hat so die Angewohnheit, wenn du etwas willst, dass du das holst, also dass du fragst. Das Schlechteste oder Schlimmste, was auch passieren kann, ist, sagt aber nein. Aber dass du halt angewöhnst, die Leute zu fragen, proaktiv auf die Leute zugehen, auf potenzielle Kunden vielleicht von dir zugehen und die für dich und deine Dienstleistung zu gewinnen. Cool, perfekt, definitiv. Mund aufmachen, nach vorne gehen und eben lernen, mit der Ablehnung in dem Moment umzugehen, wenn halt einer nein sagt, das nicht persönlich nehmen, sondern sagen, okay, next. Dann probiere ich es halt weiter. Natürlich immer hinterfragen, wie hätte ich es besser machen können, wie komme ich das nächste Mal zum Ja. Aber ich glaube, das ist so das Wechselspiel zwischen Qualität und Quantität. Oder? Es bringt mir nichts, wenn ich das perfekte Verkaufsgespräch würde führen, aber ich führe es nie. Dann ist es gescheiter, ich habe vielleicht jetzt nicht ganz so das perfekte Gespräch und das Wording passt nicht wirklich, aber ich mache dafür jeden Tag 50. Mhm. Oder wie du sagst, am Bahnhof 500. Und dann gibt es immer wieder den einen, der halt hängen bleibt. Und da muss man irgendwie da immer. Das eine ohne das andere funktioniert langfristig einfach nicht. Cool! Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das? Das Lieblingszitat? Ja, es ist safe. So, das habe ich in meinem Zimmer, also in meinem alten Zimmer, wo ich eigentlich auch angefangen habe, habe ich das immer so auf so einem Holzbrett drauf gehabt. Jetzt, da habe ich es gar noch nicht. Von Mark Twain. Ich weiß nicht, bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, wie es geht, aber ich glaube so irgendwie, in 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die du nicht gemacht hast, als über die Dinge, die du gemacht hast. Also löse die Knoten, lauf aus dem sicheren Hafen, entdecke die Meere, träume, erforsche, irgendwie so in der Richtung. Und ja, warum? Ich glaube, das muss man nicht groß erklären. Ich so selbst erklären, weil es halt einfach, das Leben ist halt auch zu kurz, um irgendwie etwas zu machen, wo man nachher bereut, es nie gemacht zu haben. Ja. Definitiv. Cool. Was sind so drei ganz, ganz konkrete Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die ihr eigenes Ding machen oder sich überlegen, das eigene Ding zu starten, würdest du mit auf den Weg geben? Also Nummer eins würde ich sagen, lieber machen, weder nur überlegen. Da gibt es auch so eine einfache Redewendung. So ein Auto, das rollt, ist einfacher, die Richtung zu wechseln, weder ein Auto, das steht. Mit einem Auto, das steht, kannst du noch so viel Richtung wechseln, aber wenn du es nie bewegst, passiert nichts. Irgendwie jetzt auch mit dem Beispiel von mir. So, ich bin eigentlich irgendwo durch und habe irgendetwas gemacht. Aber schlussendlich konnte ich auch immer wieder anpassen und den Weg korrigieren. Und es hat mich ja, heute hierher gebracht, wo ich jetzt bin. Nachher der zweite, Tipp Nummer zwei, ist eben sicher jemanden halt zur Seite ziehen, der vielleicht schon etwas gemacht hat in dem Bereich, wo man es
wo man es auch machen möchte und von dieser Person lernen hat. Weil es schlussendlich auch eine Selbstständigkeit oder Unternehmertum, man denkt immer so, das ist so das crazy neue Erfindung, die es noch nie gegeben hat. Also das gibt es sicher, Uber und alle die Sachen, das sind, Sachen, die sind crazy. Aber dass du gerade so, das ist wie so in meinen Augen, oder so wie ich es früher irgendwie Selbstständigkeit oder Unternehmertum gesehen habe, also irgendwie so, ich muss irgendwie so Ninja-Hacks machen und so ganz spezielle Sachen und ganz spezielle Landingpage und alles. Aber schlussendlich braucht es das gar nicht, sondern es braucht einfach ein Problem und du kannst das Problem lösen. Mhm. Ja. Und Nummer 3, Quick Tip. Du hast gefällt mir es bei diesen zwei. Ja, die zwei würde ich eigentlich sicher so. Perfekt. Super, kein Problem. Perfekt, absolut. Eben, ich bin voll bei dir. Ich habe auch ja, jetzt, den Podcast gibt es ja jetzt seit ein bisschen mehr wie einem Jahr. Und ich habe so eine Jubiläumswoche gemacht, wo ich die Tipps der Interviewpartner zusammengefasst habe und geschaut habe, wie oft genannt worden sind. Und in 58 Interviews ist 25 Mal eben, wie jetzt auch dein Tipp genannt wurde, du musst einfach mal starten. Also fang an, überleg nicht zu lang. Und es sagt niemand, dass das Erste, was du machst, das muss sein, was erfolgreich ist. Aber wenn du eben immer nur überlegst und so weiter, dann kommst du nie nicht an. Also starten. Mhm. Darum, den muss ich einfach nochmal unterschreiben, wenn der schon so sehr cool. Du hast selber gesagt, du hast sogar schon mal einen Kurs gemacht über Speedreading und dein Regal hinter dir ist voll mit Büchern. Was sind jetzt so vielleicht 3 Bücher, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern würdest empfehlen, die sie unbedingt mal sollten lesen, wenn sie ihr eigenes Ding machen wollen? Okay, 3 Bücher zum eigenen Ding. Es gibt so Klassiker, die ich sicher kann empfehlen kann. Vom Tim Ferriss hat so die 4-Stunden-Woche, ist zwar jetzt auch, glaube ich, schon über 10 Jahre alt. Und die Beispiele sind ein bisschen veraltet, die er dort drin hat. Aber es ist sicher ein Buch, wo einfach so vom Mindset her, was auch heute möglich ist, mehr auch viel gebracht hat. Dann das meistgenannte Buch bisher im Podcast. Auch noch die nächste Folge war darum. Ah, wirklich? Buchempfehlungen zusammenfassen, genau. Es ist der 4-Hour-Workweek, die 4-Stunden-Woche, die am meisten genannt wurde. Krass. Das ist halt ein Klassiker. Ich glaube, jetzt eben, wie du sagst, natürlich ist es vielleicht nicht mehr 100% aktuell, aber an dem Buch kommst du nicht vorbei. Das musst du einfach gelesen haben, wenn die sagen, das Ding willst du machen, unbedingt. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, das ist fast zu viel Auswahl, sehe ich. Ja, also es sind halt immer so, ich würde mal sagen, so, es kommt ein bisschen davon, halt, in welcher Stage jemand ist. Schlussendlich, eben, du kannst halt noch so viele Bücher lesen, was halt auch wichtig ist, ist so, aber ich glaube auch fest daran, dass es kommt eigentlich immer das richtige Buch zur richtigen Zeit. Und ich kann mir auch vorstellen, für jemanden, der sein eigenes Ding machen will, das halt auch so ein Buch wie von John Strelecki, so das Kaffee am Rande der Welt, wo halt einfach auch mega inspirierend ist, um auch einem bewusst zu werden, dass man nicht für immer auf dieser Welt ist und einfach jetzt anfängt zu handeln, kann ich safe das empfehlen. Das Dritte, also wenn jemand jung ist, kann ich natürlich auch mein eigenes Buch empfehlen. Natürlich. ja, da ist Folge deiner Begeisterung. Das ist etwas, wo es ist, momentan ist es ein bisschen wie zu einem Passion-Projekt geworden. Wenn ich safe, ich will das noch mehr wieder angehen und das Ganze auch ein bisschen pushen. Cool. Aber ja, dort habe ich einfach so ein bisschen in Detail so ein bisschen die Story drin, wo ich jetzt erzählt habe. Da kann ich hauptsächlich für Junge, wo in diesem Bereich sind, kann ich das auch empfehlen. Cool, perfekt, unbedingt. Die 3 Bücher findet ihr natürlich alle verlinkt in den Shownotes, wenn ihr auf YouTube schaut, unterhalb vom Video oder auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, muss ich mir dann mal bestellen. Das Kaffee am Rande der Welt und die 4-Stunden-Woche, beide natürlich wirklich schon mehrmals genannt im Podcast. Also unbedingt wirklich einfach
Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht es jetzt. Es sind beides, es sind nicht irgendwie 500 Seiten Schinken, sondern es ist wirklich einfach geschrieben, mega spannend. Man kann sie eigentlich relativ schnell mal durchlesen. Unbedingt, bestellt euch die Bücher, lesen drei. Perfekt, cool. Peter, wir sind jetzt, glaube ich, wirklich eine Stunde dran. Mega spannend gewesen, mega coole Story von dir. Wenn jetzt jemand zulässt, der sagt, ich brauche sowieso auch so ein Video, ich bin irgendwie in diesem Markt tätig, mal schauen, vielleicht kann der Peter das für mich machen. Oder jemand sagt, das Coaching klingt spannend, wie und wo kann man dich am besten erreichen? Safe. Also, ich kann mir eigentlich sicher auf all den Social Media vielleicht einfach mal folgen. Also hauptsächlich bin ich auf LinkedIn am aktivsten. Dort bin ich einfach unter Peter Bolliger. Findest du mich ziemlich schnell. Und für Videoproduktionen bolligermedia.ch und für das Coaching ist provideocreator.de. Genau. Perfekt, cool. Hey, merci viel Mal, bist du dabei gewesen? Gibt es irgendetwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch auf den Weg gehen, oder hast du alles gesagt? Nein, es hat mich mega gefreut. Danke an dir, Nico. Ich finde es ultra geil, dass du so einen Podcast machst. Schätze ich wirklich unglaublich, weil ich glaube auch, ja, dass du halt mit diesen zig Interviews, wenn du schon nur überlegst, in einem Jahr gemacht hast, finde ich so krass, weil ich glaube, es ist schon etwas, was auch, ja, die Welt ein Stück weit besser macht, wenn du da Leute inspirierst. Darum danke dir. Und ja. Perfekt. Super, also, merci vielmals. Wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Tag und viel Erfolg dann nachher in deinem nächsten Call, gell? Danke dir. Mach's gut, ciao, ciao. Tschüss.